Sie haben nicht gerade den besten Ruf. Hilf mich, du Pressefotze! Was häufig von Ihnen wahrgenommen wird? Gewalt, Sexismus, Rassismus, Pyrotechnik, Homophobie. Aber ist das wirklich alles, was Ultras ausmacht? Oder tun wir ihnen damit Unrecht? Ultras sind der Grund, warum Gewalt in deutschen Stadien rückläufig ist seit den 90ern. Es ist auch eine total große soziale Gemeinschaft, ja, oder soziale Familie. Die ersten Menschen, die nach der Flutkatastrophe im Ahrtal geholfen haben, waren Ultras. Wie ist diese besondere Form der Fankultur überhaupt entstanden? Und können wir uns vielleicht noch die ein oder andere Sache von ihnen abschauen? Einer der bekanntesten Ultra-Experten in Deutschland, Jonas Gabler, hilft mir, die Bewegung einzuordnen. Denn das ist gar nicht so leicht bei den vielen Gruppen. Gehört zum Ultra-Sein auch immer eine politische Orientierung dazu? Die Ultra-Kultur gibt jetzt nicht irgendwie vor, dass das irgendwie näher rechts ist oder näher eher links ist. Das ist auch historisch in Italien wie auch in Deutschland gab es einfach immer beides. Und halt auch den Wunsch sozusagen eher unpolitisch zu sein. Und was sie damit meinen, ist, dass sie in ihren Reihen, in ihrer Gruppe Leute akzeptieren, die unterschiedliche politische Meinungen vertreten und sozusagen in der Hinsicht politisch divers sind. Ich muss sagen, langsam werde ich irgendwie echt nervös. Wir arbeiten jetzt seit einem Vierteljahr an diesem Film und bis jetzt, da konnten wir keine aktiven Ultras dazu bringen, mit uns zu reden. Zumindest nicht vor der Kamera. Hintergrundgespräche hatten wir mit mehreren Gruppen. Hoffentlich geht da noch was. Auch mit den Magdeburgern standen wir in Kontakt. Nun treffe ich ihren Fanbetreuer Felix Nebel. Er stand bis vor einigen Jahren selbst in der Kurve und erklärt mir, warum Ultras ein Problem mit Medien haben. Es gibt wenig Berichte, die gut recherchiert sind, die auch Ultras in einem positiven Licht darstellen. Und da ist auch so ein bisschen der Punkt, okay, man hat eigentlich die Zusammenarbeit mit Medien so ein bisschen aufgegeben, man ist da auch resigniert. Aber findet er die kritische Berichterstattung nicht auch ein Stück weit legitim? Schließlich bewegen sich die Aktionen der Ultras nicht immer im legalen Bereich. Also die Berichterstattung haben natürlich Aufhänger, ja, also, und die Aufhänger, die finden schon statt. Ja, man muss aber, und das ist ganz wichtig, das ist auch also uns als Verein wichtig, immer nach außen zu kommunizieren, dass man da auf jeden Fall differenzieren muss. Das schaffen die Medien meistens nicht. Ja, arbeiten da oft populistisch. Pyrotechnik zum Beispiel ist nicht gleich Pyrotechnik. Klar, Pyrotechnik ist verboten, die Kurven machen es trotzdem. Aber es gibt immer noch einen Unterschied, lasse ich das Bengalo in der Hand oder werfe ich das Bengalo in einen anderen Fanblock, wo Leute verletzt werden können. Und das haben wir eigentlich bei vielen Themen. Ja? Also auch Thema Sachbeschädigung, Thema Gewalt. Klar findet sie statt, das verurteilen wir. Aber man muss eben bei der Berichterstattung wirklich genau hingucken. Wie bei vielen anderen Vereinen wurden auch in Magdeburg Schutzkonzepte gegen Diskriminierung erarbeitet. Als Fanbeauftragter setzt Felix das mit seinem Team um. Gibt es rechte Tendenzen in der Magdeburger Fanszene? Also du hast in Magdeburg, wie wahrscheinlich in ganz Deutschland, hast du ein breites Spektrum an Fans. Ja, von rechts bis links ist alles bei. Ein Problem würde ich verneinen. Ja, also klar, man hat Leute, die auch irgendwie stadtbekannt sind, die auch im Stadion sind. Ja, davon stehen auch viele gar nicht hier im Block U, sondern auch in anderen Teilen des Stadions. Und es gibt hier natürlich auch mehrere Ultragruppen in Magdeburg mit unterschiedlichem Selbstverständnis. Heute ziehen alle an einem Strang. Sie bereiten die größte Choreo vor, die es hier je gegeben hat. Anlass: 50 Jahre Europapokalsieg. Mit Blick auf DDR-Zeiten war der 1. FC Magdeburg der einzige Fußballverein, der den Europapokal holen konnte. Da hat man sich auch in den sportlich eher tristeren Zeiten hat man sich natürlich auch dran hochgezogen. Wie viele Ostvereine stürzte der FCM nach der Wiedervereinigung richtig krass ab. Der einstige Europacup-Sieger kickte über 10 Jahre im Amateurfußball, ging fast pleite. Was mir immer bewusster wird, wie wichtig so ein Verein für das Selbstwertgefühl sein kann. Speziell mit ostdeutscher Fußballidentität beschäftigt sich Kulturwissenschaftler Alexander Mennecke. Hallo
Alex. Hi, herzlich willkommen in Leipzig-Leut. Dankeschön. Was kann denn Fußball, gerade auch in Bezug auf die Fankultur, an Identität auch stiften? Gerade hier im Osten kann man vielleicht sogar sagen, dass es eine der größten Massenbewegungen überhaupt ist. Also wenn man das vergleicht mit Gewerkschaften oder dergleichen. Und das prägt natürlich junge Menschen, es prägt Jugendliche, es prägt Kinder. Und wenn man in einer Fankurve aufwächst und eben mit bestimmten Diskursen aufwächst, Diskurse über die eigene Vereinsgeschichte, die eigene Geschichte als Ostdeutscher oder als DDR-Verein, dann nimmt das Leute mit, dann beeinflusst es Leute. Alex erklärt mir, was die Ultrakultur im Osten beeinflusst hat. Die Vereine haben eine massive Abwertung bekommen. Also wir haben ja nur zwei Vereine, die wirklich in die Bundesliga eingegliedert wurden. Und letztendlich, wenn man sich die Deutschlandkarte bis heute anguckt, sieht man, dass diese Abwertung auch fortwirkt und dass dort Strukturen einfach kaputt gegangen sind. Manche würden auch sagen, sie wurden zerstört, die sich bis heute nicht wirklich erholt haben und an denen der ostdeutsche Fußball auch bis heute noch krankt. Wie in fast allen anderen Bereichen werden die DDR-BürgerInnen auch hier vom Westen überrollt. Mit dem Untergang der DDR verschwindet auch die sichere Finanzierung. Fast alle Clubs gehörten zu Betrieben oder Behörden. Die Vereine müssen nun lernen, dass fortan der Erfolg im Fußball vom Geld dominiert wird. Ostclubs mit großen Namen stürzen bis in die vierte Liga ab. Über 150 Spieler wechseln Anfang der 90er Jahre zu Westvereinen. Das bisher letzte Tor gegen den Kapitalismus köpfte Thom letztes Jahr im Europacup gegen Werder Bremen. In der DDR soll Thom 60.000 Ostmark pro Jahr verdient haben. Vermutliches Jahreseinkommen in der Bundesliga 500.000 Westmark. Die Welt der Fans im Osten verändert sich. Hohe Arbeitslosigkeit, keine Perspektive. Die ehemalige Volkspolizei ist Anfang der 90er komplett überfordert mit der Gewalt im und außerhalb des Stadions. Sonst waren sie da, um die Leute anzuscheißen. Jetzt, wo sie helfen sollten, sind sie wieder nicht da. Ne? Ein Machtvakuum entsteht. Im November 1990 eskaliert die Situation. Ein 18-jähriger Berliner ist das Todesopfer der schweren Krawalle vor und nach dem gestrigen Leipziger Fußballspiel. Genau hier am Leutscher Bahnhof kommt Mike Polley ums Leben. Erschossen von der Polizei. Durch die Gewalt- und Abwertungserfahrungen entsteht Anfang der 2000er in den Ultraszenen im Osten ein besonders ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Das vor allen Dingen auch in Abgrenzung zum Westen funktioniert hat. Das heißt, man hat gesagt, wir sind authentischer, wir sind stärker. Wir kommen alle aus der Platte. Wir haben halt ein raueres Leben. Bei uns spielt Gewalt eine große Rolle. Und ja, ihr seid eben welche, die sich von Gewalt distanzieren. Und nee, wir praktizieren es aber. Und es war wirklich so ein gemeinsamer Erfahrungsraum, den man da geteilt hat. Auch, weil eben die Vereine so scheiße gespielt haben und fast alle in einer Liga waren. Das Bewusstsein blieb, auch wieder in höheren Ligen. Beispiel Dresden. Hier 2019 beim Spiel in Hamburg. Zurück in Magdeburg. Hier bewegt sich bereits ein riesiger Fanmarsch Richtung Stadion. Anlässlich des Europapokaljubiläums haben die Ultras dazu aufgerufen. So, jetzt wird's langsam ernst. Ich gehe jetzt in Block U. Da kann ich die Kamera aber nicht mit hinnehmen. Wenn ihr wissen wollt, wie krass die Choreo jetzt doch noch war, dann schaut euch die lange Fassung unseres Films in der ARD-Mediathek an. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja bis zum Ende des Films doch noch einen Ultra gefunden, der uns ein bisschen was über die Szene erzählen kann.